Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Ich wechsle mal kurz meinen Partner, weil es kann ja immer sein, dass hier irgendwelche Items sind. Und zwar in diese Richtung. Dann schaue ich mich erstmal hier um. Wir werden uns sofort um Bronzmus Geburtstagsgeschenk kümmern. Wo gibt es denn hier Modelleisenbahnen? Du Autogramm-Onkel, meine Eltern kauft mir eine Modelleisenbahn. Aber eigentlich könnten sie mir ja auch eine richtige Eisenbahn kaufen. Das ist wohl wahr. Da sind auch irgendwelche Sachen versteckt. Gehen wir mal hier lang. Hallöchen. Und wenn hier Geschenke drin sind und man hier nichts machen kann. Warte mal kurz. Warte, beziehungsweise. Vielleicht eher hier so? Ach, never mind, ich hab's schon gesehen. Also, da kann man nicht rein. Natürlich kann man da rein. Ein KP-Segen-P erhalten. Angriffskraft des Partners liegt um 1, aber seine Angriffe regenerieren 1 KP. Komme ich vielleicht vom Zug aus dorthin? Nicht wirklich. Na gut, wir werden es irgendwann sehen. Mein Geschäftspartner ist noch nicht da, darum werde ich wohl einfach mal den Glimmertempel besichtigen. Natürlich zahlt das auch meine Firma. Alles auf Firmenkosten. Sternsplitter. Sei willkommen in meinem Wochenendhäuschen, mein Held. Diese Bahnhofsfahrt war wirklich spannend. Ja, ich drücke immer den falschen Knopf. Ich habe zuvor so leicht auf Zelda aufgenommen und da springt man ja immer mit X. Aber wie komme ich denn dorthin? Achso. In dieser Gegend scheint es noch was zu geben. Ja.
So, ein herrlicher Sternsplitter. Habe ich jetzt alles hier in dem Gebiet? Yep. Das ist schön. Okay, gibt es mindestens was Neues. Ich hatte gehört, es sei ruhig in Bad Klemmerich, aber diese Touristen. Vielleicht sollte ich ja einen Laden mit Spezialitäten aus Bipper City öffnen. Oh, Bipper City. Wie geht's denn eurem Bürgermeister? Herzlich willkommen. Möchtest du nicht unseren Powerpasta als Andenken kaufen? Sie kostet 50 Münzen. Ich glaube, ich habe gerade eh keinen Platz im Inventar frei. Wir drei Mädels bereisen die ganze Welt. Wir übernachten in dem vornehmen Hotel gleich da drüben. Dieses Bad Klemmerich hat wirklich Stil. Heute werden wir den Glimmertempel besichtigen. Ich sollte vielleicht da mal irgendwann Heilung zu mir nehmen. Bonjour, Monsieur Moustache. Die Mademoiselle am Empfang dieses Hotels ist so süß. Ich werde hier so lange übernachten, bis sie mir ihr Herz schenkt. Mon amour. Willkommen in Clan Glimmerich, dem besten Luxushotel der Stadt. Wir garantieren erstklassigen Service und komfortable Zimmer. Für 30 Münzen kannst du bei uns übernachten. Boah, ihr seid aber sehr teuer. Danke, dass du dich entschieden hast, unser Gast zu sein. Wir haben für dich ein Zimmer in der obersten Etage vorbereitet. Ich wünsche dir eine ruhsame Nacht. Ich darf mich also hier nicht mal umsehen, also kann es hier schon mal nichts geben. Hast du gut geschlafen? Unsere Küchenchefin Raistlet hat für dich an dem Tisch dort ein Essen angerichtet. Ich hoffe, es hat dir in unserem Hotel gefallen. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. Ich habe aber, glaube ich, keinen Platz mehr im Inventar. Na gut, sie riecht es jetzt aber auch. Oh, komm, weg mit den Ahornsirup. Hier scheint nichts zu sein. Hier auch nicht. Ist hier vielleicht was? Ein Sternsplitter. In dieser Gegend scheint noch was zu sein. Gut, dann gehe ich erstmal hier rein. Ja, draußen, okay. Ist das nicht ein schönes Haus? Schau dich nur in Ruhe um. Es ist bis ins ganze Detail durchgestylt. Sowohl innen als auch außen. Schau dir nun alles an. Sehr exquisit. Es mag ja ganz schön hier sein, zu leben, aber Punsch trinken, einen Schneemann bauen, Schlittschuh fahren, das kann man hier alles nicht machen. Oh, fern von der Heimat lernt man ihre Vorzüge erst richtig zu schätzen. Bingos.
Hotelgutschein. Dafür. Ach, gut. Bin auf Reisen, der Hohepriester. Was? Aber ich könnte ja hineinschlüpfen. Oh, Luigi, was machst du denn vor meinem Haus? Was? Das hier ist dein Haus? Dann bist du also der Hohepriester? Und kein Detektiv? Du sagst es. Detektiv bin ich nur in meiner Freizeit. Aber wir müssen uns ja nicht im Stehen unterhalten. Komm doch rein. Ja, gleich. Ich schaue mich nur kurz hier um. Dieser Glimmertempel ist ein sehr berühmtes Gebäude. Nicht nur das größte Gemälde, auch die Außenarchitektur ist umwerfend. Es macht mich glücklich, jeden Tag zu kommen und ihn zu betrachten. Eine Insignie der Sonne erhalten. Okay, das war's auch schon. Ihr kommt zu spät, wir haben das Sternjuwel. Ey, wartet auf mich. Oh nein, sie sind uns so vorgekommen. Wir müssen sie verfolgen. Warte, Luigi, könnt ihr mir sagen, warum es hier eigentlich geht? So, ihr sucht hier also das Sternjuwel. Ich bin im Bilde. Aber macht euch keine Sorgen um das Sternjuwel. Es ist in Sicherheit. Das Sternjuwel auf dem Podest war ein billiges Imitat. Das Original habe ich anderswo versteckt, damit es nicht gestohlen wird. Aber wo das Original versteckt ist, das darf ich euch in meiner Funktion als Hohepriester leider nicht verraten. Natürlich weiß ich, wo das Sternjuwel sich befindet, aber ich bin überzeugt, dass ihr es aus eigener Kraft finden werdet. Also Luigi, frisch ans Werk. Zeig, was du von mir gelernt hast und finde das Juwel. Das sieht doch sehr danach aus, als könnte ich hier was weg. Oha, ein Gemälde des Tempels. Es ist wirklich plastisch, fast zu realistisch. Gut, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Das ist ein Item. Ich werde nicht mehr. Ach so, okay. Na, wobei doch. Weg mit dem Hotelgutschein.
Oh, jetzt bin ich runtergeflogen. Das ist blöd. Dings kann man nicht weiter, das habe ich schon gesehen. Das war knapp. Dann wäre ich wieder runtergeflogen. Okay, hier ist nichts mehr. Mysterium. Ich habe einfach kaum noch Items. So. Was ist hier noch was? Nein, dann hat sie einfach nur noch das Item gerochen, was noch nicht verschwunden war. So, dann holen wir uns doch jetzt das Sternjuwel, ne? Eben. Das sind, glaube ich, neue Geister, deswegen. Dann einmal scannen. Das ist ein Finsterbu. Finsterbus sind Dealerbuhus ziemlich gruselig. Maximal KP 8, Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Aber eigentlich sind es ganz normale Buhus mit hoher Angriffskraft und mehr KP. Also bleibt die Taktik gleich. Mach sie fertig, bevor sie sich unsichtbar machen. Okay. Okay, die sind One-Hits. Ich würde sagen, dann nehme ich die für Erfahrungspunkte mit. Schön, wie viel Schaden alle machen. Das sind einfach mal kostenlose Erfahrungspunkte. Na komm. Oh, diesmal drei sogar. Nein, ich hab's vermasselt. Ich hab gehandelt. Und dann machen wir die Verteidigungsmove. Oh, mehr Erfahrungspunkte. Nice.
Das dauert noch etwas. Nicht mehr lange. Ich hoffe, wir kriegen nochmal so viele doppelte Erfahrungspunkte. Ich glaube, hier kann ich den ersten Angriff vergessen. Oh, holy moly. Nein, ich hab's mal so gut. Auf 5 Schaden. Mir fehlen auch noch 13, komm schon. Gib mir hier ein Level up, please. Erstangriff. Nehme ich. Das nehme ich tatsächlich mit. Oh nice. Den mache ich als erstes mit. Das mit der höhenfliegendsten Attacke? Level up nehme ich mit. Hoffe ich mal. Und dann ist... Ja, nice. Ja, kann dich du nur. Level up. Oh.
glaube, die sieben Punkte. Mario wird Topstar. Seine nächsten Kämpfe finden auf größeren Bühnen statt. Hey. Du erhältst ein Sternjuwel. Deine Sternenergie beträgt jetzt 7. Mario lernt die Sternattacke Sternblitz. Kapitel Ende. Mario erhält im Glimmertempel das 6. Sternjuwel. Bleibt nur noch eines zu finden. Aber noch immer weiß er nicht, wohin Prinzessin Peach verschleppt wurde. Wo mag sich das letzte Sternjuwel befinden? Und wo ist Prinzessin Peach? Mario beschließt noch einmal Inspektor Ping aufzusuchen. In der Hoffnung, eine Spur zum letzten Sternjuwel zu finden. Sind es auch nur Itemboxen? Ich denke mal, das ist genau das gleiche Inventar, deswegen. Falls hier Sternsplitter sein sollen, I'm sorry, but no. Was? Da war also das Juwel? Ach, schon gut, reden wir über etwas anderes. Mein Glückwunsch, Luigi, wie versprochen überlasse ich dir das Sternjuwel. Nimm es zurück, ich wollte hier sowieso wieder ein Imitat ausstellen. Mit dir zu reisen war zwar anstrengend, aber es hat mir auch viel Spaß gemacht. Hey. Ich weiß, du musst weiter. Lass dich auch in Zukunft nicht unterkriegen. Machen wir uns auf nach Rohlingen. Speichern. Ihr habt ein falsches Sternjuwel? Wie konnte das passieren? Ich bitte um Vergebung. Und das echte Sternjuwel hat wieder dieser Mario? Ich fürchte ja. Verstehe. Das heißt, außerdem, dass ich schon habe, hat dieser Kerl jetzt alle anderen? Oh, da müssen wir wohl unsere Strategie ändern. Herr General, ich habe Ihnen noch etwas anderes anzuvertrauen. Was denn noch? Was? Das ist ja unglaublich. Es besteht kein Zweifel. Unglaublich. Langsam könnte Tech sich mal wieder melden. Oh. Gut, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin. Tüdelü.